Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zur dritten Saison der Fortuna Düsseldorf-Karriere. Ja Leute, wir sind jetzt hier im Saisonvorbereitungsturnier. Wir können European International Cup mit 4 Millionen, die Champions Trophy 1,5 und European Shield 2,65. Ja, da gibt es allermeisten Preisgeld. Sind wir auch starke Gegner in Leicester, Nottingham, Udinese, Wolves. Da sind wir auch gar nicht so schlecht dabei, würde ich sagen. Nehmen wir auch das Turnier. Wir sind jetzt beim Spiel gegen Udinese Calcio. Bevor wir da rein starten, sehen wir Nimic geht nochmal für 2 Jahre zu Fortuna Zitat. Appelkamp geht zu Real Sociedad, 24,4 Millionen. Kastenmeier zu Sheffield, 2,15. Und Robin Hack nach einem halben Jahr zu Sampdoria Genua für 10 Millionen Euro. Wir holen jetzt 3 Spieler. Robin Zentner, Ersatzkeeper, 7,1 Millionen. Niklas Dorsch, 25,5 Millionen. Und Thiago Tomasch für 28,5 Millionen Euro. Und es hat bis auf den letzten Cent gereicht. Geraldo Becker bei 12 Millionen abgelehnt. Ich habe zuerst 10 geboten, die dann 18, die 12 sind rausgegangen. Robin Zentner ist hier, Niklas Dorsch, seht ihr am Gehalt, dass es auf dem letzten Pfennig noch gereicht hat. Und Thiago Tomasch ist dann auch hier. Die Verkäufer habe ich euch auch gezeigt. Starten wir direkt mal rein in das Spiel jetzt gegen Udinese Calcio. Wir spielen mit 2-2, einen Mokoko zu verkaufen wäre schon gut, genauso wie ein Leveling, da könnten wir beide 70, 80 Millionen verlangen, aber hier einen Punkt zu holen. Wieder 2 verkaufte Spieler, Maxi Eggestein geht zu Bergamo Calcio 13,7, Cedric Buna zu Lyon 7 Millionen, starten wir rein gegen Cadiz, die haben 0 Punkte, da wäre eigentlich ein Sieg schon wichtig, wir holen wieder einen Punkt, Mokoko trifft. Wir haben ein monatliches Scouting-Update, schauen wir mal direkt rein, ob hier vielleicht ein gutes Talent dabei ist, wieder aus den Niederlanden, nein, leider nicht. Wir haben jetzt auch einen Transfer, den wir jetzt fix machen werden, und zwar ein neuer Rechtsverteidiger, ihr seht ihn hier schon, Matteo Morey mit einer 77, kommt für 11,5 Millionen Euro. Und es kam nicht nur Matteo Morey, sondern auch Pierre Coutinho, der ein freier Spieler war, den haben wir jetzt geholt, der bekommt ein Gehalt von 30.500 Euro. Christensen sind letztendlich die 80, wir spielen wieder nur 1-1, Leiduni trifft. Wir sind jetzt hier dann beim Spiel gegen den FC Bayern München im Supercup, das gibt's aber dann in der nächsten Folge, Entwicklungsplan zu Zeno Debast. Und ja, Leute, ich muss sagen, wir haben wirklich gute Transfers getätigt für diese Transferphase. Vielleicht kommt noch was dazu. Ich guck mal, vielleicht irgendeinen ZDM-Spieler zu den Innenverteidiger umformen, dass wir da mehr Gesamtstärke haben. Thiago Tomasch rechts für den Mittelfeldspieler, Amu zu links für den Mittelfeldspieler. Und dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war's mir, Jungs. Haut rein, bis dann und tschüss.